Das sind die LTV-Themen am Freitag. Der FC Energie vor dem Saisonauftaktspiel. Gemeinsam geht's besser. LTV-Teamgeist beim TAF Madder. Und verregnete Getreidemaat in Striesow. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Sag mal, Frank, hat Heike dich auch reingelegt? Nee, Ingo. Wieso? Naja, von wegen schnelleres Internet und weniger Naschen. Die wollen bloß im Cottbuser Netz kostenlos miteinander telefonieren. Naja, unsere Frauen. Clever wie immer. Das Cottbuser Netz gibt's bei Mito und Bär, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2 oder unter internet-cottbus.de. Die Taschen sind gepackt, dann kann es ja losgehen. Heute Mittag machte sich der FC Energie Cottbus startklar für das erste Spiel nach der Sommerpause. Noch schnell das Gepäck verstauen, dann setzte sich der Bus auch schon in Bewegung. Ziel? Ein Auswärtssieg in Osnabrück. Und damit hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer letzten Ausgabe von LTV aktuell in dieser Woche. Vor der Reise gab es heute Morgen um 10 Uhr aber noch ein Training im Eliaspark. Es ist wieder soweit. Nach 69 Tagen meldet sich Energie Cottbus zurück im Profifußball. Für diejenigen, die es schon verdrängt haben, allerdings in Liga 3. Hartgesottene FCE-Fans sehen in dieser aber schon jetzt ein paar Vorteile. So gibt es mehr Spiele und mit Dynamo Dresden, Hansa Rostock, dem Chemnitzer FC, Halleschen FC und Erfurt zahlreiche Derbys. Zudem schreibt Energie bereits jetzt Fußballgeschichte. Denn zum ersten Mal überträgt die ARD ein Drittligaspiel. Außerdem startet Cottbus mit dem Spiel am Samstag gegen Osnabrück so früh wie noch nie zuvor in die Saison. Doch ist die Mannschaft auch schon bereit für das Neuland Dritte Liga? Die körperliche Basis ist, die haben wir gelegt. Das ist, steht außer Frage. Da haben wir auch die Werte, die das untermauern. Von daher brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass die Mannschaft das körperlich unser Spiel nicht durchhalten könnte. Mental muss man da mal sehen, wie es wird, wenn das Stadion voll ist. Und viele Spieler von uns haben das noch nicht so wirklich mitgemacht in ihrer Karriere. Und da kann ich auch nur Prognosen stellen. Ich glaube, dass die Mannschaft damit gut umgeht. Die Stimmung ist noch ist eine gute Mischung aus Anspannung und trotzdem einer gewissen Lockerheit, was, glaube ich, auch wichtig ist. Klare Ansagen von Stefan Krämer im Training. Immer wieder unterbricht er, um die Fehler sofort zu beheben. Bei einem fast komplett neuen Kader ist allerdings klar, dass noch nicht alles sitzen kann. Cedric Mbala überzeugt dafür schon jetzt. Der 27-jährige Innenverteidiger gilt als einer der Geheimwaffen. Dem Samstagsspiel gegen Osnabrück sieht der Neuzugang zuversichtlich entgegen. Wir gehen mit 1000% in die Sache rein morgen. Ne? Wir fokussieren uns schon heute auf das Spiel. Morgen ist ein geiles Spiel für alle. Ne? Und wir sind heiß, wir haben Feuer und morgen werden wir dann sehen, was dann draus wird. Die Testspiele sprechen jedenfalls schon mal dafür. So gewann das Team 5 von 8 Spielen. Der höchste Sieg wurde gegen Hoyerswerda mit 33:0 erzielt. Und auch im heutigen Abschlusstraining gab jeder noch einmal alles. Kampfgeist, Verbissenheit und beinahe Überdrehtheit waren zu spüren. Dazu ein René Renno, der so gut wie alles hielt. Man merkt, die Mannschaft will endlich wieder auf den Platz. Ich bin ein Wettkampftyp, absoluter Wettkampftyp. Ich will mich messen und ich habe den Eindruck, dass meine Mannschaft sich auch messen will. Und am liebsten in 50-50 spielen, weil da geht es dann wirklich drum. Und das Risiko von der Niederlage aus dem Sport immer, wer damit nicht klarkommt, muss zu Hause bleiben. Anhand dieser Aussage und vor allem diesen Bildern merkt man, dass sich einiges getan hat. Denn so viel Wille und Leidenschaft waren beim FCE schon lange nicht mehr zu sehen. Jetzt heißt es Vollgas Energie. Auch wir wünschen der Mannschaft vom FCE viel Erfolg bei ihrem ersten Spiel in Osnabrück.
Um die Cottbuser Profifußballer zu unterstützen, sind aber in erster Linie Fans nötig. Und auch die wiederum müssen gut betreut werden. Das ist wichtig für eine positive Fankultur. Denn Gewalt soll verhindert werden und manchmal brauchen auch Fans einfach nur mal Unterstützung und jemanden zum Reden. Die Arbeit des Fanprojekts Cottbus war dabei in den letzten Jahren so gut, dass sie heute Nachmittag mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet wurde. Überreicht wurde die Auszeichnung durch Vertreter der Deutschen Fußballliga und des Fußballbundes. Besonders hervorgehoben wurde die sehr gute pädagogische und inhaltliche Arbeit der kommunalen Jugendhilfelandschaft. Und wie sehr man auf die Unterstützung anderer angewiesen ist, wenn man siegen möchte, das weiß auch unser LTV-Mann Kevin. Er tritt am Sonntag beim Tough Mudder-Wettbewerb an und diese Strapazen kann man ohne moralische Unterstützung von Teamkollegen unmöglich aushalten. Noch 2 Tage bis Tough Mudder. Die Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer habe ich, den Willen ebenso. Was noch fehlt, ist Teamwork. Und wo kann man das besser trainieren als bei einem Fußballturnier? Im Fußball trifft alles zusammen. Hier brauchst du Kondition und Schnelligkeit. Doch das alles hilft dir bei Tough Mudder nicht, ohne einen richtigen Teamgeist. Denn dort tritt man nicht allein an. Manche Hindernisse schafft man einfach nur mit Unterstützung. Genau das fordert das Fußballturnier von mir. Präzision und Zielgenauigkeit sind hier aber auch gefragt. In den richtigen Momenten da sein, wo man sein sollte. Dann gelingt auch das ein oder andere Tor. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ich spiele bei den blau-gelben Lamsfeldern. Mein Team hat einiges drauf. Nächster Gegner für mich und meine Mannschaft, die Camper. Hier spielten wir noch besser. Im Laufe des Spiels entstanden so schon einige gute Chancen für uns. Irgendwann ließ meine Kondition aber schon etwas nach. Die Konzentration war auch nicht mehr so ganz da. Trotz allem war es ein schnelles und dynamisches Spiel. Aggressiv sind wir in die Offensive gegangen. Am Ende hieß es 2:0 für uns. Ein gutes Spiel. Mit meinem Team war ich sehr zufrieden. Jeder hat Teamwork gezeigt, eine sehr gute Zusammenarbeit. Nun kann Tough Mudder kommen. Durch Schlamm, Eis, Feuer und Strom gehe ich bei Tough Mudder. Dafür hat sich das Training gelohnt, auch wenn ich es fast verpennt hätte. Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit. Auf dem Lausitzring erwartet mich der Parcours mit den mörderischen Hindernissen. Um Tough Mudder abzuschließen, braucht es im Durchschnitt 3 bis 4 Stunden, um sich am Ende dann das heiß begehrte Stirnband zu holen. Und natürlich das eisgekühlte Bier. Erst dann gelte ich als unbezwingbar. Erst dann kann mich im Leben wirklich nichts mehr stoppen. Ich habe mir noch Verstärkung geholt. Wer genau das sein wird, das erfahrt ihr dann am Montag. Vorausgesetzt, ich erreiche das Ziel. Bis dahin wünscht mir Glück. Das machen wir, Kevin. Am Montag sehen Sie dann, wie schnell, sauber und vor allem unbeschadet unser LTV-Mann diese extremen sportlichen Herausforderungen gemeistert hat. Besser vorbereitet als er ist jedenfalls niemand. Die folgende Nachricht wird ganz besonders Eltern mit kleineren Kindern freuen. Oberbürgermeister Szymanski sucht einen Weg, den beliebten Wasserspielplatz im Eliaspark zu erhalten. Die schlechte Wasserqualität der Spielanlage entsprach nicht den strengen Hygienebestimmungen. Aus diesem Grund entschied der Aufsichtsrat der Cottbuser Gartenschaugesellschaft, die Anlage zu schließen. Die Begründung für eine Sanierung wären die Kosten zu hoch. LTV berichtete bereits. Nun hob Szymanski diese Entscheidung wieder auf. Gleichzeitig beauftragte er die Verwaltung, Varianten für den Weiterbetrieb des Spielplatzes zu untersuchen. Für die Wasserversorgung bekundete die LWG Cottbus schon Bereitschaft. Szymanski sucht jetzt weiter Helferinnen und Helfer, um eine schnelle Lösung im Sinne der Kinder zu finden. Szymanski wörtlich, wer den Kindern am Wasserspielplatz zugesehen hat, weiß, dass sich dieses Engagement lohnt. Unser letzter Filmbeitrag führt uns weg von der Stadt und rauf aufs Land. Dorthin, wo man meist nicht ganz so schnell und mit alten Werten und Gepflogenheiten bricht. Frauen und Männer rücken zur Arbeit an.
Ihr Ziel, ein Getreidefeld in Striesow. In der Hand haben sie ihre Geräte, Sensen und Sicheln. Die Männer mähen das Feld und ihre Frauen sammeln alles hinter ihnen auf. Was an längst vergangene Zeiten erinnert, wurde gestern Wirklichkeit. In Striesow steht am 6. und 7. September ein großes Dorffest an. Die mittlerweile zu Dissen gehörende Gemeinde wird 550 Jahre alt. Beim Fest will man vor allem mit Traditionen punkten. So soll etwa Getreide gedroschen werden. Geerntet wurde bereits jetzt. Nun ja, zumindest ein Teil. Die starken Regenfälle haben den Dorfbewohnern vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben hier in Striesow den Traditionsverein und in Dissen eine Domowiner Ortsgruppe. Wir haben das gemeinsam schon auch vor 3 Jahren zum Dorf- und Erntefest ausprobiert. Hat eigentlich da besser funktioniert. Heute ist es einfach dem Wetter geschuldet. Und wir werden aber in der nächsten Woche nochmal einen Angriff starten, denn wir brauchen ja das Material. Wie will man Getreide dreschen ohne Getreide? Nicht? Wenn ein Mähdrescher rübergefahren ist, dann brauchen wir uns nicht mehr ausdreschen. Sensen gab es bereits im frühen Mittelalter. Die Getreidehalme werden dabei knapp über dem Boden abgeschnitten. Danach sammeln die Frauen alles ein. Dabei binden sie das Getreide zu sogenannten Garben. 9 Garben ergeben dann eine Dieme. So kann man das Getreide trocknen. Zumindest, wenn der Regen nicht wäre. Allzu häufig sieht man diese Form der Getreideernte aber nicht mehr. Normalerweise nur zum Festen oder bestimmten Vorstellungen, ansonsten macht man das nicht mehr. Das ist ja vor 30 Jahren das letzte Mal vielleicht gemacht worden. Das Wetter tut uns ärgern, das kommt dazu. Ansonsten müssen wir jetzt noch Sonnabend verschieben oder nächste Woche einen Tag. Das wird kommen. Und da haben alle noch einiges vor sich. Für die erfahrenen Arbeiter aber kein Problem. Beim Striesower Dorffest im September soll aber nicht nur Getreide gedroschen werden. Das Heimatmuseum Dissen und Stari Lut werden dann zu Gast sein. Außerdem wird es einen Festumzug und vieles mehr geben. Hauptsache, die Sonne spielt dann auch mit. Bis zum September ist noch etwas Zeit. Die Vorbereitungen für das Fest sind aber in vollem Gange. Traditionell und dennoch immer neu werden sich zahlreiche Museen, Heimatstuben sowie kulturelle und kirchliche Einrichtungen präsentieren. Die Bewohner von Striesow freuen sich jetzt schon auf zahlreiche Besucher. Mit dem FC Energie haben wir unsere Sendung heute begonnen. Und mit einer aktuellen Mitteilung vom Fußballclub möchten wir sie auch beenden. Für die Saison 2014-15 wurde die ETL-Gruppe als ein bundesweit arrangiertes Unternehmen als Ärmelsponsor vertraglich gebunden. Die ETL-Gruppe wirbt ab sofort mit ihrem Logo in allen Punktespielen der 3. Liga auf den Trikots der Spieler. Und damit ein schönes Wochenende und ein spannendes Fußballspiel am Samstag. Tschüss. Sommersale im Möbelzentrum Großeschen mit Top-Sommerangeboten. Keine Zinsen, keine Gebühren, keine zusätzlichen Kosten. Nutzen Sie unsere Finanzierung mit 0% Zinsen und all das für unser gesamtes Sortiment. Und zusätzlich noch die kostenlose, termingerechte Lieferung. Die kostenlose Montage durch unsere Profis und die kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Jetzt den großen Sommersale nutzen. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Unternehmer starten durch mit der Entwicklungsgesellschaft Cottbus. Wir unterstützen und beraten bei Ansiedlung, bei Existenzgründung, bei Expansion, zu Fördermitteln, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Worauf warten Sie noch? Die EGC ist Ihr Partner. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Cottbus. Immer noch keine passende Lehrstelle gefunden? Dann umgehend mit der Agentur für Arbeit Cottbus in Verbindung setzen.
Hol dir einen Termin bei der Berufsberatung unter der kostenlosen Hotline 0800 4 4 mal die 5 2 mal die 0. Landskron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Heute Vormittag fühlte man sich draußen wie in der Waschküche. Die Luft war feucht warm, ab und zu regnete es. Im Tagesverlauf klarte der Himmel dann etwas auf. Bei 18 bis 22 Grad war es angenehm. In der kommenden Nacht ist die Regenwahrscheinlichkeit gering. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 17 Grad. Stellenweise kann es neblig werden. Morgen am Samstag kommt dann die Sonne wieder zum Vorschein. Es soll trocken bleiben und das Thermometer kann erneut bis zu 30 Grad anzeigen. Der Sonntag wird dann nicht ganz so freundlich. Bei schwülwarmen 27 Grad kann es teils unwetterartigen Regen und Gewitter geben. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats Juli, Landskron Kellerbier. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Übrigens, LTV empfangen Sie auch über Satellit, übers Internet und in den Cottbusser Kabelnetzen. Nur bei Teleco, Funk und Technik, Mito und Bär, Telekolumbus und Kabel Deutschland. Leider nicht bei anderen Anbietern. Viva la Party! Malle liegt dieses Jahr in der alten Chemiefabrik Cottbus. Am 23. August steigt Brandenburgs größte Malle-Party. Viva la Party! Sommer, Sonne, Sangria, Stars und die beste Partymusik feiern Sie mit Peter Wackel, Markus Becker, Mia Julia, Icke Hüftgold und vielen mehr. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter alte-chemiefabrik.de.